Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank, dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen. Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater. Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein. Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und guten Morgen, lieber Bob, zu unserem Familienrat. Hallo, einen schönen sonnigen Tag dir. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade in der Schule. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich wirklich nicht aus der Schule rauskomme, denn am Ende des Schuljahres, und das geht in Baden-Württemberg immer relativ viel länger als in anderen Bundesländern, ist immer unheimlich viel noch zu tun. Ich habe zum Beispiel von Freitag auf Samstag eine Schulhausübernachtung mit meiner 7. Klasse gehabt und dementsprechend nur 4 Stunden geschlafen. Es sind wirklich wunderbare Erfahrungen, ja, zum Abschluss jetzt. Wir hatten diese Klasse 3 Jahre, meine Co-Klassenlehrerin und ich, aber natürlich auch sehr kraftraubend. Und jetzt geht's in die finale Phase der Theateraufführung. Wow, ja. Das heißt, wir proben jetzt quasi jeden Tag. Wie schön, wie kreativ. Das erlebe ich auch in der Praxis. Ich habe ja auch ab und zu tatsächlich in Ausnahmefällen, aber ab und zu auch Kinder und ich erlebe, dass die das sehr genießen, dass da so eine gelöste Stimmung ist, auch wenn es für euch stressig ist, weil es sozusagen weniger strukturiert ist wahrscheinlich und weil es eben auch so besonders ist. Ne? Übernachtung ist ja jetzt eigentlich in der Schule sonst nicht geplant. Ja, ja, total. Aber ich bin total angesteckt von dieser Fröhlichkeit der Kinder, die jetzt auch dann gepaart mit Fußball und mit dieser ganzen Aufregung, die jetzt im Lande herrschte und mit der Freude dann irgendwie, dass jetzt kein Druck mehr herrscht, kein Leistungsdruck und eigentlich, wie hat er gesagt, alles ist durch und dann geht's in die Ferien auch schon bald. Also insofern ist es wahrscheinlich so gemischt, ne, dass man da auch viele Emotionen irgendwie zu regulieren hat und gleichzeitig eben auch, dass so eine Ausnahmesituation ist. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, als Lehrer denke ich mir dann manchmal, ich fände es schön, wenn es mehr solche Wochen auch gäbe. Denn das, was du gesagt hast, dieser Abfall von Leistungsdruck, auf der einen Seite ist beim Theater, sorgt das nicht dafür, dass keine Leistung erbracht wird. Ne? Das ist ja das Paradoxe an der Situation, dass wenn man gelöst ist und sich Dinge aussuchen kann und autonom handeln kann, dass das dann dazu führt, dass eigentlich wirklich die richtige Leistung erbracht wird, ohne dass man dann irgendwas dafür bekommt. Ja, naja, man wirkt halt in sich selbst, mit sich selbst. Ne? Und es ist nichts sozusagen, was im Außen an einen herangetragen wird. Und man verkörpert ja etwas auf der Bühne im Spiel. Das ist ja was Kreatives, das ist ja was ganz anderes. Ne? Aber das ist ja etwas, was in der Schule, die wir gerade erleben oder die seit Jahrtausenden, möchte ich fast sagen, Jahrhunderten existiert, eben weniger wert zu sein scheint, sage ich mal vorsichtig. Ja. Absolut. Und noch ein letzter Punkt, weil du gerade gesagt hast, man verkörpert was. Das ist auch etwas, was ich den Schülerinnen und Schülern ab und zu mal als Superkraft auch nochmal darstelle. Denn dieses etwas verkörpern können auf der Bühne, das eigentlich dazu führt, dass es einen unangreifbar macht, weil einem keiner vorwerfen kann, etwas anderes zu sein, das kann man tatsächlich dann auch in ganz anderen Situationen nutzen. Deshalb ist das, was man so Kompetenzgewinn nennt, ja, ich mag diese Wörter eigentlich nicht, gerade was Theater angeht, so unglaublich sinnvoll. Weil jetzt zum Beispiel, ne, wenn du eine große Präsentation hältst, am Anfang deiner Ausbildung oder deiner Universität oder sonst was, dann kannst du das natürlich richtig gut gebrauchen, dich in eine Figur reinzudenken und quasi unangreifbar zu sein. Ja, schön. Ich muss aber trotzdem noch was sagen. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil du bist sozusagen ja mit diesem Begriff Verkörperung auf der Bühne jetzt in der Schule in einem gesetzten Rahmen. Und ich als Körpertherapeutin will noch mal sagen, dass sozusagen Verkörperung ja eine Sache ist, die wir gar nicht steuern können. Also wir verkörpern uns und unser Leben und unser Körper vergisst nicht und unser Körper lügt nicht. Und das heißt, wenn du dir deine Schüler und Schülerinnen anschaust, dann wirst du sehen, dass die eine Belastung haben. Die verkörpern das quasi. Also die Schultern sind hochgezogen oder die gehen irgendwie kleiner oder, ne? Also alles das, was Kindern die Möglichkeit gibt, das, was im Körper auch da ist, zu zeigen. Und das Verkörperung heißt im Grunde, wir sind Mensch. Ja? Und das, was du jetzt nochmal beschreibst, ist dann in der Situation ja auch Fantasie nutzen und etwas zu verkörpern, was wir in der Fantasie erleben.
Aber die Verkörperung an sich, und das ist eben was, was ich auch so in der Praxis eben wahrnehme, ist, dass die Kinder entspannter kommen auf einmal. Also ihr Leben, ihr ganzes Leben verändert sich, wenn das abfällt. Und das sieht man auch im Körper. Ja, auf alle Fälle. Aber das, nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Das ist etwas. Wir kommen gar nicht zur Frage heute. Nee, aber nur weil das wirklich interessant ist, auch zu sehen, wenn die Verkörperung, wie man sich gerade fühlt, geschieht und wirklich auch die Arme hängen gelassen werden und so weiter, dann sieht man ja auch ganz toll den Unterschied dazu, was passiert, wenn man dann in diese Figur reinkommt. Und wir brauchen nämlich bei der folgenden Frage von Sandra vielleicht möglicherweise auch eine Superkraft. Sie fragt, liebes Familienrat-Team, unser Sohn Emil ist 4 Jahre alt. Er ist oft sehr ängstlich, zurückhaltend und voller Scham und Sorge. Im Alltag schränkt uns und ihn das häufig sehr ein. Zudem fühlen sich viele Situationen aus meiner Sicht für ihn sehr belastend an, weshalb ich mich als Mutter frage, wie ich ihm mehr Selbstbewusstsein, Mut und damit eine gewisse Freiheit schenken kann. Aktuell ergeben sich diese Situationen vor allem dann, wenn er auf neue Leute und Situationen trifft oder ohne uns ist. Das klingt zunächst ganz banal und nachvollziehbar, aber er würde beispielsweise total gerne mit seinem besten Freund zum Fußballtraining gehen. Aber kurz bevor wir ankommen, rastet er aus. Wenn wir danach nach Hause fahren, habe ich das Gefühl, dass es ihm richtig schlecht geht. Er hat in seinem ersten Lebensjahr viel über sich ergehen lassen müssen. Alle 3 Monate einen 10-minütigen Ultraschall seiner Nieren, das ging teilweise nur mit Festhalten, einen Fieberkrampf mit 10 Monaten, wonach ihm mit sehr viel Versuchen in Hand und Kopf ein Zugang gelegt werden musste und leider auch ein Armbruch mit 2 Jahren, bei dem er operiert wurde und alleine in den OP geschoben wurde. Wir haben versucht, all diese wirklich unschönen, in Anführungsstrichen, Übergriffe so gut es geht aufzuarbeiten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Angst daher kommt. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass ihm schnell alles zu viel ist und er und sein Körper sich ohnmächtig fühlen. Ich betone das mit dem Körper so, weil er vor allem im 2. Lebensjahr bei starker Wut, bei Schmerz oder anderen Gründen zu weinen, häufig ganz kurz bewusstlos wurde. Ich würde so gerne wissen, was ich tun kann. Habt ihr eine Idee? Vielen Dank. Sandra, der Name ist wie immer verändert und ja, diese Mail kam an familienrat@mitvergnügen.com. Tja, liebe Katja, ja, wow. Das ist einiges. Ja, und wir sind auch gleich beim Körper, ne? Also insofern das sogenannte Vorgeplänkel, was ja für uns keins ist, sondern so ein Einchecken miteinander und so ins Thema kommen, ist auch hier irgendwie in Verbindung zu sehen. Also ich fange mal hinten an, ja, jetzt bevor wir dann sozusagen vielleicht über das sprechen, was dann sich auch auf der Eisbergspitze zeigt, nämlich dieser Rückzug oder Ausrasten, Weglaufen vor den Situationen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass ein Kind in Wut oder bei Schmerz oder anderen Gründen, ne, häufig ganz kurz bewusstlos wurde. Das steht hier so im Nebensatz und so zum Abschluss. Aber das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr starkes Symptom tatsächlich. Und ich hoffe, das ist so das Erste, was ich einfach nochmal sagen möchte, auch zu Sandra, dass, also es klingt mir jetzt nicht so, als ob sie es nicht überprüft hätten, aber es wäre mir wichtig, da auch nochmal zu sagen, dass das wirklich unüblich ist. Also, dass Kinder von starken Gefühlen überflutet werden, ja. Dass sie vielleicht auch bei Situationen, wo wir irgendwie denken, die sind banal, starke Gefühle haben in diesem Alter und sich auf den Boden werfen. Ich höre das auch manchmal oder habe es auch erlebt, dass Kinder sich dann übergeben oder so, ne, dass da wirklich auch eine große Verzweiflung da ist. Aber das kurze das Bewusstsein zu verlieren, finde ich schon ein sehr starkes, auch körperliches Symptom. Mhm. Das ja lässt mich so ein bisschen aufmerken und ich denke, es ist wichtig, ich meine, wenn das jetzt nicht mehr auftritt, okay. Aber das deutet schon darauf hin, dass ja, es auf jeden Fall sehr, sehr starke körperliche Überflutungen gibt, beziehungsweise vielleicht es eben auch andere Ursachen haben könnte. Ja, das ist mir einfach nur nochmal wichtig zu sagen. Ich bin kein Arzt, ich kann es nicht einschätzen, aber das lässt mich einfach erstmal in diese Richtung denken und finde ich wichtig, bevor wir jetzt vielleicht dann auch gucken, was passiert eigentlich in der kindlichen Entwicklung. Ja, vor allen Dingen, es ist nicht ganz klar. Ne? Sie schreibt vor allem im 2. Lebensjahr bei starker Wut. Letzten Endes ist Emil 4 Jahre alt, aber da steht ja nicht, dass es aufgehört hat. Also der Hinweis darauf, das checken zu lassen, ist schon nochmal wichtig, selbst wenn das nur ab und zu noch vorkommt. Ne?
Also bei Schmerzen ist es ja nicht unüblich, ne? Da kennen wir Erwachsenen das ja auch, dass ein Schmerz so überwältigend sein kann, dass man kurz das Bewusstsein verliert. Und das ist sozusagen bekannt. Aber jetzt steht hier bei starker Wut Schmerz. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass es körperlicher Schmerz ist und nicht emotionaler Schmerz oder anderen Gründe zu weinen. Also es wird so in einer Reihe genannt, deswegen ist mir es nochmal wichtig, ja. Ich finde, dass Sandra schon eine ganze Menge auch für sich reflektiert hat und ich habe gerade mir ein paar Sachen notiert. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass das erstmal nicht ungewöhnlich ist, dass Kinder in diesem Alter unsicher sind und Sandra hat es hier eben auch schon gesagt, dass sie eben das Gefühl hat, dass es alles zu schnell zu viel ist. Und das kann eben sein, und jetzt mal unabhängig davon, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dann dazu auch, dass er auch diese ja schwierige Genese hat mit vielen Kontrollverlusten, mit viel Orientierungsverlust, ja, Verunsicherung sozusagen auf der körperlichen Ebene, ist das erstmal was wir in dieser sehr, sehr schnelllebigen Welt oft vergessen, dass Kinder einfach ein viel langsameres Nervensystem haben, beziehungsweise eins, was viel schneller nach oben schießt, als wir das glauben. Und dass Kinder viel entschleunigter eigentlich das Leben brauchen. Und 4 ist ja wirklich noch sehr, 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 sehr klein. Ja, das machen wir uns auch oft nicht klar. Und was mir auffällt zum Beispiel, er möchte ja gerne in diesen Fußballverein oder in dieses Fußballtraining gehen und schafft es dann nicht. Mein erster Hinweis wäre, es zu entschleunigen. Also ich bin jetzt schon mal so ein bisschen bei der Lösung und möchte den Eisberg nochmal aufbringen, unabhängig davon, dass ich gerne auch nachher nochmal den Aspekt Scham mit aufgreifen möchte. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass er Sorge hat. Also er hat Sorge. Und aus dieser Sorge heraus sehen wir auf der Eisbergoberfläche, wenn wir jetzt dieses Beispiel von dem Fußballtraining nehmen, dass er in Anführungsstrichen ausrastet. Ich nehme mal an, damit ist gemeint, dass er schreit, dass er vielleicht nicht dorthin möchte, dass sie wieder nach Hause fahren müssen, so. Also starke Gefühle kommen. Und wenn wir auf der Eisbergoberfläche einsetzen, eben Rückzug oder schreien, ja, dann können wir auf der mittleren Ebene bei den Gefühlen erstmal reinspüren und da habe ich das Gefühl, da ist vielleicht eine Wut, weil ich schaffe das gerade nicht. Da ist eine Angst, die vielleicht unter der Wut drunter liegt. Was passiert da eigentlich? Da ist ein Schmerz. Ich kann das gerade nicht erzählen oder ich kann auch jetzt meinem Wunsch, den ich eigentlich habe, das ist ja auch ein Dilemma. Ich will irgendwo hin, ich will Verbindung, aber ich kriege es irgendwie gerade nicht hin. Ja, dieses Gemisch sozusagen. Und dann die Angst eben, die dann übermächtig ist. Und wann haben wir Angst, wenn wir die Orientierung verlieren und dann ganz unten auf der Ebene der Bedürfnisse die Sicherheit verlieren. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es um Sicherheit geht, was Sandra ja auch schon für sich rausgefunden hat. Und wenn wir mit Kindern, überhaupt mit allen Menschen, groß und klein, eine Situation haben, wo die Orientierung verloren ist, sodass der Mensch außer sich gerät, dann ist es immer wichtig zu entschleunigen, zu orientieren, zu reorientieren in der Situation. Schau mal, wir sitzen im Auto gerade, wir können hier sitzen bleiben. Oder eben, das ist jetzt so ein kleiner Hinweis, oder man kann auch noch mal schauen, wie plant man das? Also, dass sozusagen das Nervensystem in seinem Tempo sich darauf einstellen darf, zum Beispiel mal zum Fußballplatz zu fahren, ohne dass irgendein Training stattfindet. Oder mal mit dem Jungen, der da im Fußballtraining ist, gemeinsam sich dort treffen und mal gucken, wo ist der Eingang, wo ist das der Trainingsplatz? Oder vielleicht auch einfach mal sich vorstellen. Also, ohne dass jetzt irgendwas passieren muss, sodass, ja, Emil das Gefühl hat, er kann selbst in die Autonomie kommen und selbst die Situation begreifen und in sein System aufnehmen. Und nochmals, nicht unüblich, also ich erlebe das ganz viel in meinem Umfeld und beziehungsweise eben auch, wenn ich es einfach nur beobachte, dass Kinder einfach sehr schnell überfordert sind, dieser komplett durchlässigen Welt und durchgetakteten, durchgeplanten Welt und sich sehr schnell auf viele neue Situationen einstellen müssen, die viel zu schnell, viel zu laut, viel zu nah an die Kinder irgendwie rankommen. Ja, das ist so das Erste, was mir erstmal einfällt, so wenn man so oben drüber guckt. Und jetzt meine Frage an dich, kannst du damit was anfangen?
Na, die Perspektive finde ich total wichtig. Ich finde etwas widersprüchlich. Und da wird mich für einfach interessieren, was du sagst. Also erstmal, da steht halt, er ist oft ängstlich. Okay. Und dann zurückhaltend, voller Scham und Sorge. Nehme nur mal das und dann eben diese errastet vom, bevor wir ankommen, rastet er aus. Also ist er jetzt ängstlich oder rastet er aus oder hat das eine mit dem anderen zu tun? Mich hat das verwirrt. Also weil ich das Gefühl hätte, wenn man ängstlich ist, auch hier kann man ja mit dem Eisbergmodell arbeiten und schauen, okay, was liegt da eigentlich drunter? Aber mich hat einfach irritiert. Für mich ist ängstlich zu sein oder zurückhaltend zu sein, wenn man vor einer Situation steht. Also unabhängig davon, dass ich total nachvollziehen konnte, Katja, was du gesagt hast in Bezug auf diese Überforderung, auf die Kinder dann unterschiedlich reagieren, habe ich mich gefragt, was denn jetzt genau der Fall ist. Also er rastet aus, okay, das haben wir gerade aufgedröselt, aber hier steht ja eigentlich auch, er ist oft sehr ängstlich, zurückhaltend und voller Scham und Sorge. Und also passiert das nacheinander oder sind das unterschiedliche Formen dieser Überforderung? Das wird für mich an dieser Stelle nicht ganz klar und das hat mich etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Und nun gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Unser heutiger Werbepartner ist Mowgli. Ab nach draußen, sammelt wirklich alle Sonnenstrahlen ein und tankt nochmal richtig Vitamin D. Wenn wir draußen sind, den Wind auf der Nase spüren und den Kids beim Spielen und Entdecken zugucken, können wir durchatmen. Und wir sammeln wertvolle gemeinsame Erinnerungen, die für immer bleiben. Doch immer wieder kommen lange To-Do-Listen oder einfach der Alltag dazwischen. Dann ist hier eure Erinnerung, gerade dann am Sonntag gemeinsam in den Wald zu gehen, die Natur zu genießen und eure Kids mal Mowgli spielen zu lassen. Denn eins ist klar, draußen Zeit tut uns allen gut, groß oder klein. Die Mowgli-Stiftung hat die Vision, Kindern und Familien mehr Mowgli-Momente zu schenken. Deswegen bietet das Berliner Team an verschiedenen Standorten naturpädagogische Tage für Kinder an. Und für alle Nicht-BerlinerInnen gibt es draußen Tipps, Naturaktivitäten und vieles mehr auf der mowgli-stiftung.de Website. Denn egal, ob beim Mini-Floß bauen, barfuß laufen oder einem Familienpicknick, so ein Tag im Wald tut einfach gut. Also geht raus und plant eine lustige Unternehmung. Und natürlich dürfen die leckeren Snacks von Mowgli dabei nicht fehlen. Egal, ob für das nächste Picknick oder als Proviant für ein Abenteuer. Das Beste daran ist ja, dass sie in Bio- und Demeter-Qualität produziert werden und nicht nur den Kindern schmecken. Ich greife auch gern mehrmals in die Packung. Ich muss es jetzt zugeben, wenn es Mowgli Snacks gibt. Da kann ich einfach nicht widerstehen. Ihr findet die nachhaltigen Snacks in Drogeriemärkten, Bioläden oder im Mowgli Online-Shop. Im Mowgli Online-Shop bekommt ihr mit dem Code FAMILIENRAT, alles groß geschrieben, 15% Rabatt auf alle Snacks ab einem Bestellwert von 10 Euro. Den Link und den Rabattcode gibt es wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Mowgli für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Also ich habe es jetzt erstmal so gelesen, dass Sandra erstmal erläutert hat, so wie sie ihren Sohn wahrnimmt grundsätzlich, als gerade in der Welt stehend verkörpert sozusagen, ja, dass er oft ängstlich ist, kann man natürlich nochmal überprüfen, ob das eine Erwartung ist, die wir an unser Kind haben, ja, weil ängstlich im Verhältnis zu was, ja, zu anderen Kindern, zur Situation, die im Außen ist, das ist vielleicht was, was Sandra für sich nochmal gucken kann. Zurückhaltend ist eben auch im Verhältnis zu, ne? Also wenn dann Leute kommen, wenn Leute zu Besuch kommen oder so, das kann sein, dass da Kinder sehr zurückhaltend sind oder eben auch. Also manchmal ist es ja auch so, dass Kinder eben gar nicht zurückhaltend sind und das eben auch aus Unsicherheit passiert. Ne? Wie du sagst, Kinder haben da unterschiedliche Strategien mit neuen Situationen, mit Situationen, wo sie auf Menschen treffen, die vielleicht auch eine Erwartung haben, wenn diese Situationen auf sie zukommen. Was ich jetzt nochmal interessant finden würde, ist der Aspekt Scham. Weil Scham ist ja etwas, was irgendwie entsteht, eben auch im Verhältnis zu und oft ja zu der Erwartung, die das
die der andere hat, ne? Also die ich selbst habe. Also wenn ich zum Beispiel ja mich zeige verletzlich und jemand an und ich habe das Bedürfnis, dass mich jemand ernst nimmt oder dass mich jemand in den Arm nimmt, ne, als Kind, und ich werde beschämt, ja, also das wäre etwas, wo Sandra noch mal gucken kann, gibt es Situationen, wo eine Beschämung stattfindet, unbewusst oder bewusst, wo sich Emil vorgeführt fühlen könnte? Dann wäre das ja möglicherweise vielleicht, widersprich mir, wenn das überinterpretiert ist, aber gibt das ja dann so ein bisschen ein größeres Bild dieses Puzzles. Du hast ja selber davon gesprochen, gerade eben, dass man sich so vororientieren könnte. Also wenn es um eine Situation geht, wo quasi ein Last oder ein Druck ist, ja zum Beispiel die Situation, ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt mit den ganzen Kindern beim Fußballspiel oder so. Und dann versuche ich der Situation zu entfliehen, indem ich eben wütend bin oder vorher ängstlich. Vielleicht hat das ja miteinander auch zu tun, nämlich mit der Frage oder mit der Situation eines möglichen Kontrollverlustes, weil die Mutter selber ja diese Verbindung hergestellt hat, dass es in diesem jungen Leben oft Situationen des Kontrollverlustes gegeben hat. Und nicht nur Kontrollverlust, sondern dann ist auch was passiert. Wir haben gehört, der musste festgehalten werden und so. Es gab diese Situation. Also nochmal, ich will das nicht überinterpretieren, aber ich hatte das Gefühl jetzt gerade, wo du das nochmal so ausgeführt hast, dass das möglicherweise verschiedene Reaktionen auf einen Kontrollverlust sind. Und wenn man das weiß, kann man das ja möglicherweise, wie du das sagst, in Begleitung in eine Orientierung gehen. Vielleicht Fragezeichen? Ja, genau. Also das ist sozusagen nochmal jetzt unabhängig von der Scham. Können wir da die Kette nochmal rückwärts machen? Also es gab Situationen, in denen er die Orientierung verloren hat. Emotional, wo gehöre ich hin? Wer gibt mir Halt? Was passiert hier im Außen? Ja, diese zwei Bereiche. Und daraus ist ein Kontrollverlust erlebt worden. Also ich habe keine Kontrolle, mit mir passiert irgendwas. Und genau deshalb denke ich, ist das so dieses Ranpirschen an Situationen, und zwar im Tempo der Kinder. Das betrifft ja jetzt nicht nur Emil, sondern es gibt ja viele Kinder, die sehr in dieser schnelllebigen Welt es oft zu viel ist. Deswegen betone ich das nochmal so, dass wenn wir das Gefühl haben, Kindern ist es zu viel, dass wir eben dieses zu viel uns angucken und in kleinen Scheibchen mit den Kindern wieder Kontrollverlust den Kindern, also den Kontrollverlust damit kompensieren, sage ich jetzt mal, mit einer Strategie, wie kann ich wieder Kontrolle gewinnen und da neue Strategien eben zu finden, die vielleicht etwas unüblich sind, die wir uns aber selbst ja mal vorstellen können. Also wie ist es, wenn du zu neuen Locations fährst? Ja, wenn du, also ich kenne das zum Beispiel bei der Schulvernetzung bei mir oder auch manchmal, wenn ich Seminare gebe, dass ich nicht genau die Räume kenne, dass ich nicht genau weiß, wo kann ich parken, wo kann ich meine Sachen abstellen, wie fühlt sich das an, vorne zu stehen. Es gibt Menschen, die sind ja total unbefangen. Ja, die gehen da rein und sagen, wo ist das Mikro und stellen sich dahin. Das ist für mich immer, also ich kann mich da auch drauf einstellen. Ich habe jetzt mittlerweile auch ein erwachsenes Nervensystem und kann mich da auch regulieren. Lieber ist es mir, wenn ich mich orientieren kann in einem Vorgespräch nochmal und wenn ich dann vor Ort irgendwie weiß, wo bin ich da. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich auch nochmal einen Termin mache und sage, ich würde mir gerne nochmal angucken, wo ich dann stehe, wie sich das anfühlen könnte dann mit dem Auditorium und so weiter. Und das sind ja Strategien, die wir Erwachsenen für uns erarbeitet haben, auch für eine Orientierung, damit wir uns sicherer fühlen, damit wir dann das abrufen können, was wir eigentlich in der Situation an Freude erleben. Und so ist es eben bei den Kindern auch, nur die haben noch nicht diese Strategien, haben vielleicht auch Erfahrungen, sind sowieso noch in der Entwicklung. Ja, das heißt, sie haben Bilder im Kopf, hey, ich spiele mit meinem Freund Fußball, jetzt komme ich der Situation näher, ich weiß gar nicht, was hier jetzt ist, ich weiß gar nicht, bleibt Mama mit dabei, ich bin gar nicht so gut und so weiter, dann kommen vielleicht Gedanken mit dazu, die sind aber so diffus, dass dann eben dieser Kontrollverlust oder diese Orientierung dazu führt, dass dieser Kontrollverlust stark erlebt wird. Ja, alleine schon selbst irgendwo hinzugehen und nicht im Auto gefahren zu werden, ne, das ist ja aber auch was sehr Passives, kann dazu führen, als kleiner Baustein, dass da sowas wie ein Autonomieverlust, Kontrollverlust erlebt wird. Und das ist eben sehr detailliert und sehr differenziert nochmal zu sehen, wenn wir uns das Nervensystem der Kinder angucken. Da können schon solche Kleinigkeiten wirklich dazu führen, dass die Kinder eben
ja, sich zurückziehen, wenn sie sowieso, wie eben Sandra das beschreibt, eben ein ängstliches und eher zurückhaltendes Kind ist. Das heißt, er braucht einfach in den Situationen mehr Zeit für Orientierung, und zwar für eigene Orientierung. Ja, und da wäre es vielleicht auch gut, eben mit dem Kind gemeinsam auch zu gucken, was brauchst du jetzt, und sozusagen, ich überspitze jetzt mal, das Drama nicht größer zu machen, als es ist, sondern tatsächlich mal zu fragen, was ist denn deine Befürchtung? Ja, also Angst ist sehr diffus, aber wir können es ein bisschen zerteilen. Was ist denn deine Befürchtung? Und wenn er da wenig Auskunft geben kann, dann kann man ja sagen, kann ich mal einen Vorschlag machen? Also, dass man so ein bisschen die Schwere und die Angst und das Diffuse rausnimmt, indem wir eine Sicherheit ausstrahlen und es nicht größer machen, als es ist, aber eben auch nicht kleiner. Ich fand das gerade nochmal interessant. Wir hatten in einer der letzten Folgen die Situation, dass eine Mutter gesagt hat, sie habe ihrem Kind Selbstbewusstsein mitgegeben. Und damals hattest du gesagt, das würdest du so ein klein wenig anders sehen. Du hast das problematisiert und gesagt, Selbstbewusstsein kann man in der Form eigentlich gar nicht mitgeben, sondern man kann eben Situationen schaffen, in denen das Selbstbewusstsein entsteht. Mhm. Und die Mutter, also die Sandra, die uns jetzt gerade das zu Emil geschickt hat, die fragt ja auch, wie kann ich ihm mehr Selbstbewusstsein, Mut und eine gewisse Freiheit schenken? Eine gewisse Freiheit, das sehe ich so, dass er sozusagen selbst nicht eingeschränkt eben von dieser Sorge ist, die ihn umtreibt, oder von der Wut möglicherweise. Und ich fand das gerade ganz schön, dass man hier sieht, dass das eine sich auf das andere bezieht. Dass also die Fragestellung nicht ist, wie kann ich dir Selbstbewusstsein geben, sondern wie kann ich dich in einer Art und Weise begleiten, die dir eine solche Orientierung zunächst mal ermöglicht. Ja. Denn, du hast es gerade gesagt, kurz vor der Bühne, sich mit all dem bekannt zu machen, was auf einen zukommt, wenn man dort steht als Erwachsene. Da geht ja auch Orientierung mit Selbstbewusstsein einher, wenn man so möchte. Denn wenn ich weiß, wo ich bin, wo ich stehe und was auf mich zukommt, kann ich mich dann auch auf mich selber konzentrieren. Wenn ich das nicht weiß, dann ist etwas ungewiss. Und vor allen Dingen auf die Freude kann ich mich konzentrieren. Ja. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Ja, du hast völlig recht, und da wird nochmal so deutlich, das hatte ich oder sage ich in diesen Zusammenhängen auch immer mal wieder gerne, dass Selbstbewusstsein keine feste Größe ist. Mhm. Ne, wenn ich merke, Freude geht weg, oder was brauche ich jetzt, um mehr Sicherheit zu haben, um mich mehr auf die Situation auch in die Freude, in die Leichtigkeit zu bringen, dann habe ich die Strategie für mich entdeckt, mich zu orientieren und mich sicherer zu machen. Ja, und das, darum geht's eigentlich. Also es geht nicht darum, dass wir stetig ein voll aufgefülltes Glas mit Selbstbewusstsein haben, sondern dass das sozusagen wir in der Mitte sind, dass wir uns gut kennen und dass wir Strategien haben, immer wieder auch das zu bemerken. Also Angst ist ja nichts Verkehrtes, ne, sondern zeigt uns einfach, wir sind gerade, wir brauchen irgendwie etwas. Also Angst gibt uns einen Hinweis auf etwas, ja. Insofern ist das nochmal ein guter Hinweis, und ich glaube, es geht eben viel über Autonomie. Also Sandras Aufgabe ist jetzt nicht, überall Steine aus dem Weg zu räumen und sozusagen Emil mit Samthandschuhen anzufassen, sondern es geht mir eher um eine Klarheit, um darum zu sagen, ja, das ist völlig okay, wenn neue Leute kommen, und damit nochmal ein bisschen achtsamer umzugehen. Wann sage ich, dass neue Leute kommen? Also, dass jemand zu Besuch kommt. Was machen die dann? Warum kommen die? Wie lange sind die da? Ja, und es geht mir nicht darum, dass dann Emil sagt, ah, okay, vielen Dank, dass du es mir gesagt hast, sondern dass wir einfach im Blick haben, dass unser Leben eben oft sehr schnelllebig ist und wir eine, zack, hier eine Verabredung, da noch was haben, und für die Kinder das eben oft überflutend ist, wie Sandra das ja auch schon für sich sehr gut auch, ja, so ein bisschen auch verstanden hat, ja. Und die Freiheit ist ja, liegt sozusagen nicht in darin, dass ich Mut habe und immer alles mache, sondern die Freiheit liegt bei Emil jetzt darin, begleitet zu werden bei Strategien, die ihm helfen, das Gefühl zu haben, ich kann was bewirken, ich kann das Tempo bestimmen. Das ist eine vermeintlich kleine Freiheit, aber für Kinder mit 4 Jahren eine ganz große Freiheit. Mit dem Ziel dann später, wenn sie Kinder so alt sind wie Sandra, du und ich, ne, dass sie dann auch sich frei fühlen und frei Strategien wählen können und nicht in die Resignation gehen müssen.
Noch ein kleiner letzter Punkt. Ich möchte es nicht überstrapazieren, weil wir das in vielen Folgen schon angesprochen haben. Aber ein Punkt, den du in deinem Buch und ja auch in Folgen immer wieder ansprichst, ist die fehlende Antizipation von Situationen bei kleineren Kindern. Und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja im Grunde genommen so eine Form der Begleitung, die diese Antizipation vorwegnimmt. Also man versucht die Situation selber zu antizipieren, weil man es besser kann, weil man möglicherweise weiß, dass keine Angst bestehen muss und das Kind eben mitzunehmen, dann möglicherweise auch in diesen kleinen Schritten. Das ist nochmal total schön, dass du das aufgreifst, weil wenn ich dir so zuhöre, kann ich es nochmal differenzieren. Du hast recht, Kinder haben noch keine Antizipation in der Form wie wir. Das heißt, sie können noch nicht Bilder, Bilder assoziieren, die ihnen helfen, sicher zu antizipieren und sich auch zu abstrahieren von Situationen. Also zu sagen, ich habe doch schon mal eine gute Erfahrung gemacht und jetzt, oder Mama hat mir das gesagt und sozusagen sicher darauf zurückgreifen. Das beginnt erst im Schulalter, im Vorschulalter rein kognitiv. Was aber passiert, und da sind wir wieder beim Körper, ist, dass bei den Kindern ein emotionales Antizipieren passiert. Also, dass sozusagen dieser Orientierungsverlust emotional dazu führt, dass ein Gefühl antizipiert wird, nämlich Kontrollverlust, Hilflosigkeit, Angst, Schmerz, wo ist Mama? Ja, und das ist, finde ich, jetzt gerade nochmal ein ganz interessanter Punkt, dass da sozusagen eine Asynchronität ist. Ne? Ich kann es kognitiv nicht antizipieren, aber es passiert emotional eine Antizipation mit sogar vielleicht den Situationen, die Sandra hier alle aufgeführt hat. Und ich finde, das macht es total nachvollziehbar, dass eben wir Erwachsenen auf diese singuläre, emotionale Antizipation der Kinder, in die sie dann so reinfallen emotional, mit der Kognition reagieren können und da in eine achtsame Begleitung gehen können und das, was die Kinder eben noch nicht vorwegnehmen können, für uns scheibchenweise mit den Kindern entschleunigt eben leben können. Das heißt, wir sind darüber geflogen. Wir haben darüber gesprochen, dass man durchaus diese Ohnmachtssituation nochmal checken muss. Wir wissen nicht ganz, ob die noch vorherrscht, aber jedenfalls ist das der wichtige Hinweis am Anfang gewesen. Dann haben wir, was ich auch nochmal ganz wichtig fand, darüber gesprochen, dass gewisse Verhaltensweisen, dass denen Gefühle zugrunde liegen, letzten Endes Bedürfnisse von diesem Eisbergmodell, dass man das nochmal nachvollziehen kann, dass es Strategien gibt, zum Beispiel eben bei der Antizipation zu helfen, beziehungsweise um das ganz konkret auch zu machen, die Situation selber vielleicht schon auch vorzuerleben. In der Situation des Fußballspiels haben wir gesagt, man könnte da schon hinfahren, wenn eben das Fußballspiel nicht stattfindet. Und dass wir eben auf eine Situation gehen, wo wir Selbstbewusstsein oder Mut nicht annehmen als eine Form der möglichen Vermittlung, sondern eher sagen, wir geben eine Orientierung innerhalb der dann Autonomie oder, wie in dem Fall Sandra sagt, Freiheit auch möglich ist. Sehr schön. Ich würde gerne noch ergänzen den Aspekt Scham, dass Sandra nochmal schaut, wo findet denn unter Umständen Beschämung statt? Und auch nochmal, Sandra, dass ihr nochmal auf euch guckt als Eltern. Wie blickt ihr auf Emil? Gibt's da sozusagen ein Ping-Pong zwischen der Sorge und der Ängstlichkeit, die du wahrnimmst bei Emil und bei dir selbst als Mutter? Weil dann wäre es vielleicht auch gut, wenn du dir nochmal entweder selbst klar machst, dass du diejenige bist, die eigentlich Sicherheit ihm geben kann und dass es gut ist, wenn du auch in der Sicherheit bist und in der Zuversicht, dass das alles gut werden kann, oder dir auch nochmal ein Gespräch oder irgendwie, weiß ich nicht, mit einer Freundin oder mit irgendeinem Eltern- und Familienberater nochmal irgendwas holst, wo du dich selbst bestärkst, weil manchmal, das ist so meine Erfahrung, gibt es dann diesen Ping-Pong, ne, dass die Kinder das Verhalten zeigen und Eltern dann selbst in so eine große Sorge geraten, dass sie das dann auch widerspiegeln. Und dann ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen aus dem Ping-Pong. Ja. Vielen Dank, Bob. Das war wieder total schön, von dir zu hören, deine Gedanken und deine Fokussierung auf diese Themen und mit dir in diesen Dimensionen unterwegs zu sein. Und ich wünsche dir und allen Hörer und Hörerinnen einen sehr schönen Montag, je nachdem, wann ihr es hört. Eine schöne Woche, sonnige Zeit und wir hören uns wieder nächste Woche. Genau, bis dann. Vielen Dank auch, liebe Katja. Ciao. Bis dann. Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch. Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.